dass wir als Betroffene noch viel mehr wahrgenommen werden, dass unsere Sachen auch sehr wichtig sind. Und dass man auch die Meinung von anderen akzeptiert und respektiert. Für mich ist das sehr wichtig, die Selbstbestimmung, weil ohne Selbstbestimmung ist ja Fremdbestimmung und das habe ich nicht so gern. Dass ich mich selber entscheiden kann, also im Leben, dass man dass wir auch ernst genommen werden. Heute ist in den Institutionen und auch außerhalb besteht ein grosses Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge. Und es ist schwierig, da für die Begleitpersonen sich zu orientieren. Wir nehmen schwierige Entscheidungen, die mit Selbstbestimmung zu tun haben, als Ausgangslage. Und wir stellen den Leitfaden zur Verfügung, wo alle miteinander an einem Tisch sitzen. Also Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Und als Resultat kommt eine gemeinsame Lösung heraus. Grundsätzlich ist das Team wie jedes anderes. Wir sehen uns nicht irgendwie als Leitungspersonen, sondern wir sehen uns alle auf gleicher Ebene. Im Hintergrund der Behindertenrechtskonvention wird Selbstbestimmung natürlich immer wichtiger. Das ist ein Recht. Ich finde es sehr spannend. Es ist eine neue Herausforderung, dass wir wirklich als Betroffene auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden können. Dass wir uns selber vertreten können, sagen, was für uns wichtig ist. Für mich ist ein gutes Team wichtig, dass wir auch gut zusammenarbeiten können und dass wir ein gutes Ziel haben, wo wir können brauchen können, also wo ich weitergehen kann. In Bezug auf Selbstbestimmung würde ich mir wünschen, dass die Politik vor allem uns ein bisschen ernster nehmen und nicht nur einfach denken, oh ja, das sind jetzt da, aber es ist ja egal, ob sie zum Beispiel gewisse Abstimmungsunterlagen verstehen oder nicht, das ist ja gleich. Das ärgert mich ein bisschen, dass sie das nicht umgesetzt haben.